Die Sparkasse Leipzig spendet über 35.000 Euro für soziale Zwecke. 18 gemeinnützige Vereine und Institutionen, darunter die Leipziger Kinderstiftung, erhielten am Mittwoch eine Spende in Höhe von 1.000 bis 3.500 Euro. Die Beiträge stammen aus dem Verkauf von sogenannten PS-Losen. PS-Lose erfüllen drei Hauptkriterien. Es ist ein Sparanteil daran, es ist ein Loseinsatz integriert und darüber hinaus ein sogenannter Spendeneinsatz. Das heißt, von jedem Los, das gekauft wird, geht ein Teil aufs Sparbuch sozusagen und 25 Cent aus jedem Los gehen in regionale und überregionale Fördertöpfe. Insgesamt wurden 160.000 Euro ausgeschüttet und in den nächsten Tagen erhalten Vereine und Institutionen im Leipziger Süden, Leipziger Land sowie Torgau, Oschatz, Delitzsch und Eilenburg ihren Anteil. Zudem teilte die Sparkasse mit, dass das Betriebsergebnis im Krisenjahr 2009 deutlich verbessert und Verluste aus den Vorjahren ausgeglichen werden konnten. Das Betriebsergebnis erhöhte sich den Angaben zufolge von 10,5 Millionen auf 90,9 Millionen Euro.